So, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Goo. Ja, heute mal wieder mit meinem, dem Vogel im Gepäck. Vogel ist dabei. Ich wollte jetzt schon sagen, mit meinem Bruder, yo, Homie, mit meinem Bro. Mit meinem epischen, awesome Partner hier. Ja, ich habe jetzt verstanden, wie das Level mit dem SpongeBob geht. Ist das nicht toll? Das Level mit diesem mit diesem gelben Stachel hier. Aber Moment, habe ich noch so. Yay, Yuki gefällt's. Yuki gefällt's, what? Ja, mein Video da. Ja, okay, hat er dir einen Kommentar geschrieben? Er geschrieben, Daumen hoch. So, ja genau. Ah, dieser gelbe Stachelball hier veranlagt uns, an diesen kleinen Bällen hier kleben zu bleiben. Und jetzt können wir hier so uns hier so episch drum rumdrehen. Oh, das sieht nach einer wackeligen Angelegenheit aus. Hier, hier ist ein Schild. Die schönsten sind immer gefährlich. Die Stacheln sind voll Hass und Gift. Der tödliche Schildermaler. Zu welchem Video hat Yuki das geschrieben? Und du antwortest ihm gerade. Höre ich. Nein! Goo-Bälle sind kaputt gegangen. Verdammt. Du. Nein! Habe ich die jetzt wiederbekommen? Ja, alle bis auf einen. Die mobben mich, also die sagen, nee, auf der Mumie gibt's gar keine Legs, weil die davon. Aber die gehen ja nicht davon aus, dass ich so einen schlechten Kanzler habe. Ja, höchstwahrscheinlich nicht. Nein! 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 Ich brauche noch den gelben und den. Nein! Fuck! Jetzt habe ich verschissen. Okay, du hast in deine Hose gekackt. Ich möchte einen schön für dich. Zug resetten. So, jetzt hier. Den gelben brauche ich doch. Was ist das? Den gelben können wir hier nicht dran anbringen, okay. Was möchtest du machen? Ach so. Habe ich noch eine Fliege? Ja. Ja, ihr müsst wissen, ich habe leider keine Bildschirmübertragung, da Dash zu faul ist, sein ganzes Gehirn darauf vorzubereiten, mir eine Bildschirmübertragung. Das bringt es natürlich bei Vollbildspielen auch. Ja, natürlich, du könntest da kann man eine Webcam nehmen, die vor deinen Bildschirm setzen und so könnte ich was sehen. Okay. Das machst du das nächste Mal so. Einverstanden? Fürs nächste Mal. Ja, natürlich. Das ist ja wunderbar. Gut, so machen wir es das nächste Mal. So muss das ja gehen hier. Leute, ja, verwirrt mir, wenn ich verzeiht bin, genau. Verzeiht mir, wenn ich gerade ein bisschen verwirrt bin. Aber ich verstehe nicht, wo kann ich denn dieses Goddammit. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt wie. Erstmal holen wir uns diese Totenköpfe hier. Wofür. Hier kriegt man den OCD, wenn man dieses Level in 9 Zügen macht. Guck dir mal an, oder nein, irgendwie, ich gehe nicht davon aus, dass du das Level kennst, oder? Hast du selber mal World of Goo gespielt? Nicht, nicht gespielt, aber ich kenne das Spiel. Achso, ja. Dieses, man hier ist so ein behindert, so ein dummes Level mit so einem Stacheli, das ist gerade echt schlimm. So. Der hier noch dran, ja, bestens. Ich habe das Gefühl, ich schaffe das Level. Wir brauchen 16 Stück. Ich will mal nur hoffen, dass es jetzt reicht. So, ein gelber und so ein Totenkopf. Und jetzt rein da. Los. Nein. Alle hier rein. So, komm schon. Du. Oh, der Ingame-Sound ist immer so episch bei World of Goo. Ja, der ist echt nice. Oh, nein. Wir müssen hoffen, dass es 16 sind. Glaubst du an mich, Vogel? Ja, ich glaube an dich. Das ist glaube. Schön. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer von Himmel und Erde, und an seinen Sohn, Adolf Hitler! Ich musste heute das Glaubensbekenntnis im Konfirmationsunterricht aufsagen. Verhasst, da seid ihr jetzt, ja gut. Das. Nein, wir müssen das jetzt für die Konfirmation nochmal ja, weiß. Wärst du im, warte mal, Januar, Februar, Mai konfirmiert? März, Januar, Februar, März, April. Wasserschleuse, Heurika. Oder so, keine Ahnung. Ja, ich auch. Gut, ich habe gerade so ein. Holy crap, was ist das für ein Level hier? Schon wieder so ein. Oh, das ist. Nein, das ist bekloppt. Hä? Moment, wir müssen 36 sammeln. LOL. Das ist ja geil. Glarf. Der Schildermaler geht unter. Ey, was ist das denn für ein geiles Level? Guck mal hier. Hier heißt ein Level Wasserschleuse. Oh mein Gott. Wir haben nur ein. Ich habe nur einen einzigen Goo, den ich bewegen kann. Hier ist noch ein Schild. Da steht, Vorsicht, lösche deine Cookies eine Stunde vor dem Schwimmen. Mom weiß Bescheid. Okay, ich habe das Gefühl, das soll uns irgendwas bedeuten. Ja, ich kenne die Story schon ein bisschen besser als du. Ich weiß, wer Mom ist. Ja, das ist schön. Du hast es nicht blind gespielt.
Oder ich hab's nie gespielt. Es wäre für dich nicht blind, meine ich. So. Wie mache ich das jetzt am besten? Hä, das ist doch Crab. Ich verstehe gerade nicht. Oh, ein Gangnovil! Nein, komm her, gelbe Stachli. So, jetzt. Hä, Moment, Wasserschleuse. Ja, was sollen wir denn hier gerade machen? Holy shit. Wir haben nur einen einzigen Goo, den wir bewegen können, verdammt. So, komm. Wird angezogen. Ich trinke dabei mal ein bisschen was, Leute. Jo, mach das, du kleiner Oli. Du Oli Schnulli. Ah! Aha! Ach, ich hab das richtig gemacht! Hä? Ich hab grad. Cash macht was richtig, was ist los? Lol. Ich hab grad nur einen so einen Goo weggezogen. Auf einmal fetzen mir die Teile nach oben und was ist hier? 38 von 36 gesammelt. Ey. Wenn du dir das reinziehst, spät. Ey, what the fuck. Ja, aber Dash macht das richtig, wann kommt denn das mal vor? Moment, ich will mal gucken, ob ich das nochmal hinbekomme. Ich denke nicht. Nein, dafür muss ich erstmal wieder unter Wasser hier. Ey, Leute, ich will jetzt ohne Witz noch die letzten Goose hier haben. So, halt dich fest, kleiner Gelber hier. Ja, ihr müsst wissen, er zockt Pokémon Schwarz. Ja. Nein, Black. Ich finde Schwarz. Sie hätten das ruhig Black. Schwarz. Pokémon Lega Edition. Ich finde, ja. Die hätten echt das Pokémon, also Black, White und White nennen können und nicht Pokémon Schwarz und Deutsch übersetzen. Ich finde, das klingt ein bisschen. OCD! Geil. Wir haben den OCD! Ja, wir haben den OCD, Dash! Mit 44 von 36 und unser SpongeBob ist der einzige Überlebende hier in diesem Wasser. Gut, so langsam fange ich an, dieses Spiel echt zu mögen, auch wenn es auch schon fast bald vorbei ist. Okay, Ende von Chapter 3 müsste das jetzt bald mal sein hier. Oder jetzt kommt jetzt das letzte Level. Ich bin gespannt. Du musst den Kopf sprengen. Interessant. Das kenne ich. Jetzt echt? Das ursprüngliche Rädchen in der Maschine. Oh mein Gott. Was bist du für ein... Erstmal Schilder lesen. Diese Fabrik wurde wohl von Robotern gebaut. Ich dachte, sie wären vor Jahren demontiert und verschrottet worden. Schau, einer ist noch da. Der ist süß, aber das Rohr hinter seinem Kopf. Naja, der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten, der Schildermaler. Okay, hier ist so ein Typ. Hinter ihm ist das Rohr. Wir müssen nur vier sammeln. Wir haben Feuergoos, also die verbrennen. Und hier oben ist so ein komischer Stachliger-Goo. Psst. Haftbomben sollten doch verboten werden. Sie sind extrem gefährlich und kleben überall. Gut, dass es schläft. Der gesetzestreue Schildermaler. Ha! Ah, World of Goo ist wieder so witzig. Ich finde den Schildermaler echt voll geil. Ich bin gerade ziemlich verwirrt. Wir müssen jetzt nicht das... Oh mein Gott, das wäre so krank. Es wäre einfach mal sowas von mies, wenn wir es jetzt echt machen. Hast du gerade gesagt, du findest den Schildermaler krank? Ich finde ihn lustig und krank. Ach so, ja. Gut, der Ingame-Sound ist doch ziemlich laut bei mir, aber ich denke, im Endeffekt beim Video müsste, also die richtige Aufnahme müsste dann ganz gut sein, so noch 4,2 Meter. Ja, ich will erstmal nicht in die... Nein! Nein! Wenn ihr jetzt brennt, ne? Wehe, wehe, wehe. Oh, hört auf, ihr sollt... Wow. Da hatte ich gerade übelstes Luck. Da hatte ich Glück wie sonst was. Wir wollen hier erstmal hoch. So. Ich denke mal, was ich hier mache, ist gerade ein bisschen... Fail. Das darf nicht so schwanken. Wir wollen erstmal da oben hin, Leute. Nein, 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 nein. Nicht umkippen, nicht umkippen. Alles nur nicht umkippen. Oh, fuck. Das ist echt ein Level, wo ich wieder... Ja, komm. Alle meine Goos sind am Verbrennen. Oh mein Gott. Es sind nicht jetzt... Doch, es sind alle verbrannt. Neustart! Okay, du kennst dieses Level echt, kannst dich auch noch dran erinnern, was man hier machen muss. Nö, aber ich kenne das von Namen her. Ich kann mich, weiß, dass ich es zumindest mal gesehen habe, weil ich bin mir nicht sicher, ich glaube es war Hallowed. Okay. So kann ich hier nichts machen, oder? Weil dann kommen die Stachel und ja. Da habe ich keine Chance mit diesen Bällen. Wie soll das denn? Also, ich habe das Gefühl, wir wollen erstmal da oben hin zur Haftbombe, aber es wird ein bisschen. Ich mag Haftbomben! Ja, ja. Okay, ich Leute, mag Haftbomben! Wundert euch nicht, wenn ich gleich wieder so geistesabwesend bin. Oh, was ist das? Ein Flappier!
Oh ja, das ist wirklich. Das Pokémon ist süß. Alter, das ist doch verdammt strange, sich hier hochzubauen. Ich mache jetzt einfach eine Kartenhausstrategie und versuche mich hier irgendwie am, oh, am nicht umfallen. Ja, das ist keine Raserei. Welches? Flampion. Okay. Oh, das ist voll niedlich. Okay, oh, okay, stabilisieren. Will er haben. Während du über irgend so ein, nein, nicht Mainstream, aber während du gerade über irgendwas redest, werde ich mal. Wow! Wow, es wird so verdammt strange jetzt, Leute. Wenn ich das. Nein! Und ich fäll. Du fällst mir nicht um. Junge, wenn du jetzt umfällst, ne? Bleib stehen. So. Krass. Ich muss das irgendwie verdammt nochmal ausgleichen. Ich muss es richtig schnell machen und ich muss es ausgleichen. Ich muss das irgendwie halten. Und du darfst noch nicht brennen. Pass auf, pass auf, pass auf. Wow, 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 wow. Wenn ich mich jetzt beeilt hätte, hätte ich es geschafft. Und da geht mein ganzes Gerüst hin. Ist natürlich klasse. Ist natürlich super. So wollen wir das ja sehen hier. Der Daisure ist am Failen. Auf jeden Fall, das ist immer geil. Aber wie geht denn da? Wow. Er schwankt. Weißt du, wenn du dir das mal reinziehen würdest, das ist. Gib mir doch ein Go! Schnell! Was? Das. Nee, das ist nicht normal. Hallo? Moment, Moment, Moment! Keine Panik auf der Titanic. Noch ist alles normal. Wach auf, Haftbombe! Was? Das ist so unmenschlich. Wie soll das gehen? Wach auf, Haftbombe, wie das klingt. Leute. A bomb has been planted. Nein, weck sie doch nicht auf. Leute, das ist gerade unnormal. Moment. Haftbomben sollten doch verboten werden. Sie sind extrem gefährlich und kleben überall. Gut, dass es schläft. Ja. Das sagt mir aber gerade herzlich wenig. Was muss ich denn machen? Ich glaube, du solltest es nicht aufwecken. Oder du musst es irgendwo verbinden, um irgendwas aufzuspringen. Was passiert denn, wenn wir. Okay, wie war denn das noch? Ich weiß gerade nicht. Ich versuch's mir nochmal in den Kopf zu suchen, warte. Ich zock aber gerade. Was? Wie das mit der Haftbombe hier geht? Ja. Ja, ich wollte mir das auch gerade. Also dieses Level, das müsste. Ey, das ist auf jeden Fall das vorletzte von Chapter 3, ich merke schon. Das hat sowas von Boss-Style. Also, ich hab natürlich eine Vermutung, aber wie soll das gehen? Wenn wir uns echt hier hochbauen sollen, das ist verdammt strange und verdammt schwer. Also, die ratzt hier oben. Und welche Welt waren das nochmal? 3. Also, Chapter 3. Hust, Hell und 1986, Part 11. Oder 12, ja, 12. nein, das Spiel ist natürlich blind. Ja, ist es auch. Ich meine, wie soll ich das jetzt machen? Ich könnte natürlich versuchen. Das wäre einfach nur krass. Ich versuche es jetzt. An beiden Seiten. Ah, warte mal, ist das nicht das, wo du irgendwie so Booster und das ist da auch so ein Stachelteil? Ja, so ein gelbes, was sich in der Mitte dreht. Ist das unter Wasser? Nein. Hä? Ach so, da ist es, hab's. So was gelbes, so was ganz kleines, was ja, über ja. Den roten Goose. Ja, ich sehe es. Ja. Das du ist... musst den Kopf sprengen. Ja, wow, wie muss ich mich erst zur Haftbombe hochbauen? Du musst ja, um ihn rumbauen, so wie eine Zündschnur sozusagen. Ich dachte es mir schon. Ja, ich baue jetzt auch gerade um ihn rum, aber ob mir das so gut gelingt? Nein, 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 nein. Du musst einmal ganz um ihn rumbauen. Hä, und dann. Okay. Und es darf halt nicht kaputt gehen, weil dein Kopf ist ja stachelig. Ja, 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 ich verstehe schon. Wow, 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 das war knapp. Und ja, ganz toll. Es brennt. Sehr schön. Alles zu spät. Alles zu spät. Oder? Ja, jetzt kann von mir aus auch alles brennen hier. Und was passiert dann? Hä? Und die Haftbombe soll einfach da oben bleiben, oder wie? Nein, mit der, dann sollst du nochmal zu der hochbauen. Und die halt aufwecken. Oh mein Gott. Leute, ich
bin gerade echt aufgeschmissen. Wie zum Geier soll es gehen? Dieses Ding dreht sich, wenn ich mich hier rumbaue. Oh, das ist so verdammt heftig. Du musst dafür sorgen, dass die Haftbombe an das gelbe Teil ranfällt und dann halt diese ganzen Gutteile anzündet. Hey, ich muss zuerst hoch zur Haftbombe, oder wie? Ja, also du musst einmal um das Teil rumbauen und von der, an der obersten Stelle direkt zu der Haftbombe. Dann. Okay. Ich versuche das gerade mal so ein bisschen hier intelligent zu machen. Ich hätte jetzt gern so eine Dreierverknüpfung. Wieso geht das nicht? Okay, dann halt nur so eine Zweier. Und jetzt hoch da, hoch da, hoch da. Das Schlimmste ist, das hält hier ja noch nicht mal fest auf diesen Rohren. Dann wäre es ja noch machbar, finde ich. Nein, nicht ins Feuer. Und es ist wieder alles umsonst. Fliegen könnt ihr mich noch retten. Ja, könnt ihr mich noch. Aber knapp. Wow, wow, wow. Hallo? So. Wurde angeschrieben von... Das ist doch unmöglich. Leute, wir sind jetzt das nächste Mal hier bei World of Goo. Mal schauen. Sowas nimmt mir gerade einfach nur die Lust vom Game, weil ich mal wieder nicht... Ist ja nicht das, dass ich nicht check, wie es weitergeht, aber das ist verdammt schwer. Wir sind uns das nächste Mal wieder hier. Ja, bis dahin. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Spatenkinder.